kleine Straße. Ich kann mir das bald nicht mehr leisten. Nur Glück. Ich gebe dir die Chance für eine Revanche. Machen Sie mit, Boss. Es geht ums Geschäft, Pauli. Jetzt machen wir mit. Einer unserer Männer beim Leichenbeschauer hat das geschickt. Die Leiche heißt Ghilotti. Erkennt ihr ihn? Klar. Eine der Ratten, die wir weggejagt haben. Wie kommt die Kugel in seinen Kopf? Ja, haben ihn gekillt. Die Cops sollten dankbar dafür sein. Der Kerl war ein Vergewaltiger. Ja? Nun, er war auch der Sohn eines Stadtrats. Wenn ihr Politiker in Morellos Arme treiben wollt, geht das am einfachsten über tote Verwandte. Oh Gott. Es wird besser. Der andere Kerl im Wrack? Ja, der war tot, als wir ankamen. War das etwa der Neffe des Präsidenten? Zwei in den Kopf, Pauli. Du solltest deine Arbeit richtig machen. Er hat's geschafft? Ja. Eine Woche in St. Mary's, aber er ist durchgekommen. Wird er einen von euch wiedererkennen? Ich weiß nicht. Vielleicht. Okay. Gut. Wir erledigen zwei Fliegen mit einer Klatsche. Ghilottis Beerdigung ist heute in St. Michael's. Sam, du bist auch dabei. Du sitzt hinten und hältst nach dem Glückspilz Ausschau. Wie erkenne ich ihn? Er hat sich gerade aus einem Autowrack gerettet. Gebrochener Arm. Schau nach einer Schlinge. Sam wird etwas Ablenkung brauchen, wenn er die Sauerei aufwischt. Tommy soll seinen Pinsel eintauchen? Ein Bordell? Ein Herrenclub, die Straße runter von St. Michael's. Der Don hat im Laufe der Jahre viel Geld dort investiert. Schick mich und Sam. Dennoch hat sich der Besitzer plötzlich entschieden, lieber mit Morello Geschäfte zu machen. Soll ich ihn an seine Verpflichtungen erinnern? Ja. Und dann jagt den Laden in die Luft. Was? Wenn Morello unsere Kunden haben will, hinterlassen wir Krater. Pass auf, Tom. Die Damen dort kennen Pauli und Sam schon viel zu lange. Sie kämen nicht mal durch die Tür, aber du gehst einfach rein. Okay. Was ist mit dem Manager? Kümmer dich vor Ort um ihn. Sollte eine Hure was sehen, dann ist sie gewarnt. Sobald er erledigt ist, gehst du rauf in sein Büro. Kauf dir alles an Dokumenten und Geld und dann platzierst du den Sprengstoff. Vincenzo besorgt dir alles, was du brauchst. Und die Explosion ist groß genug für eine Ablenkung? Ja, aber sei schlau. Schieß nur dann, wenn du absolut sicher bist. Tommy, da ist noch was. Eins der Mädchen informiert Morello über unsere Operationen. Bevor du den Laden hochjagst, musst du dich auch um sie kümmern. Tommy soll eine Braut umlegen? Mann, Frank. Das ist einfach Pech, dass Tom das machen muss. Aber wir müssen die Familie beschützen. Sie heißt Michelle. Sie arbeitet in einem der oberen Räume. Ihr Bild ist im Ordner. Haben alle alles verstanden? Ja. Tom! Geht klar, Boss. Dann erledige das. Boss, gehen wir. Geht zu Vinny. Wir treffen uns dort. Hab gehört, du interessierst dich für knallige Sachen. Drück die Mädels von Onkel Vin, ja? Nicht heute, Vinny. Steig ein. Wir müssen reden. Warte mal kurz. Ich muss dir noch was sagen. Wegen dem Mädchen. Michelle? Ja. Du musst sie nicht ausknipsen. Lass sie nur verschwinden. Kennst du sie? Ja. Ich war ein paar Mal bei ihr. Sie ist in Ordnung, Tom. Nur nicht so helle. Sie hat es nicht verdient, umgelegt zu werden, nur weil sie mir gern zuhört. Wird sie die Stadt verlassen? Wenn sie kapiert, was hier sonst blüht, ja, sie wird gehen. Hier sind 100. Gib sie ihr. Sie soll gehen, weit weg. Okay, Sam. Ich versuche es. Das ist alles. Dann mal los.
Infantry troops, then. Michelle, die von der Rennstrecke, oder? Tom, wir werden nie mehr von ihr sprechen. Nie mehr. Ich habe dir alles gesagt und du hast zugehört. Und dabei belassen wir es. Okay. Wir sind da. Ich richte der Familie dein Beileid aus. Viel Glück. Dir auch. Benimmst dich da drin, okay? Hallo, Hübscher. Interesse an Drinks? Oder Mädchen? Oder beidem? Ein Mädchen. Und ich muss mit dem Manager reden. Ein Mädchen kann ich dir besorgen. Komm, such dir eins aus. Und ihr könnt euch oben besser kennenlernen. Keine Eile. Nimm dir einen Drink. Entspann dich. Und genieße es. Hey, guten Tag, Sir. Wir können uns auch einfach nur unterhalten, wenn du sonst nichts willst, Schätzchen. Was macht so ein hübsches Kerlchen an so einem Ort? Ich suche nach einer Michelle. Die hat oben zu tun, ich aber nicht. Ich muss mit Michelle reden. Du kannst nur die Mädchen haben, die hier sind. Such dir eins aus und mach keinen Ärger. Genau mein Freund. Warum kaufst du mir nicht einen Drink? Weil ich eine andere Lady suche. Kennst du Michelle? Sag mir nichts, Baby. Ich bin neu hier. Ich brauche den Manager. Hier durch zur Lounge. Sie gehören zu unseren neuen Geschäftspartnern, ja? Die Freundschaft zwischen dem Corleone und der Morello-Familie wird lange und fruchtbar sein. Gehören Sie zu den Morellos, Sir? Sind diese Neuen, die hier das Sagen haben? Der Manager muss nett zu seinen neuen Freunden sein. Wie kommt's? Wenn deine neuen Freunde Kanonen haben, dann bist du... Für ein Mädchen gehen Sie bitte zur Bar. Sie kommen auf Sie zu und werden Sie unterhalten. Willst du Spaß haben? Hier entlang, Süße. Nee, ich suche nach einer Freundin, Michelle. Aber sicher, komm mit und erzähl mir von ihr. Will nur reden. Weißt du, das höre ich. Unterhalten wir uns, oder was? Kennst du eine Michelle? Nie gehört. Alle Mädchen sind unten. Wo ist Michelle? Oben in der 208. Sonst noch was? Das war alles. Ach, wenn nur alle wie du wären, Süßer. So behandelst du Frauen? Würdest du so deine Mutter behandeln? Nein, bitte!
Michelle. Was willst du? Heißt einer deiner Stammkunden Sam? Vielleicht. Viele Kerle heißen Sam. Du kennst ihn. Arbeitet für Don Salieri. Vielleicht hat er dann und wann Geschäftliches ausgeplaudert. Und vielleicht hat dir Don Morello Geld für Informationen gegeben. Nein, Sam vertraut mir. Ich sage nichts, das weiß er. Der Don verliert viel Geld, weil jemand die Klappe nicht halten kann. Ich habe nur mit ein paar von Morellos Mädchen getratscht. Es war keine Absicht. Entschuldigung, ich werde nie mehr etwas ausplaudern. Ich weiß. Entschuldigung. Tut mir so leid. Du hast Angst, ne? Gut. Vergiss nie, wie sich das anfühlt, solche Angst zu haben. Nur einen Schritt vom Abgrund entfernt zu sein. Denn wenn du dich je wieder in dieser Stadt blicken lässt, finden sie dich mit zwei Kugeln im Kopf. Hast du das kapiert? Du hast Glück, Sam hat ein großes Herz. Zieh dich an und hau ab, der Laden geht gleich hoch. Danke. Komm nie zurück und wir sind quitt. Sie sind der Manager? Beste Grüße von Don Salieri. Jemand soll die Kopf rufen! Du kannst nicht fliehen! Nimm ihn in den Weg! Thank you.
in Schwierigkeiten bist. Dich im Visier. Tut's weh? Ab in die Deckung! Thank you.
Hast du mir was übrig gelassen? Kein Kontakt mit den Jungs auf dem Dach. Wir haben ihn verloren. So tief wir auch fallen, im Tode können wir Erlösung finden. William, hier war ein Sünder, ja, aber er war auch ein liebender Sohn. Ein beschützender Bruder, ein loyaler Freund. Und deshalb beten wir, dass seine Seele Erlösung findet. Und jetzt möchte einer von Billys engsten und teuersten Freunden ein paar Worte sprechen. Vielen Dank, Vater. Ich wollte meinen Respekt erweisen. Billy, ich habe dir das nie gesagt, aber du warst wie ein Bruder. Du hast mir so auf den Arsch gerettet, weil es so übel aussah. Ich weiß nicht, wie ich... Was? Moment. Was machen Sie da? Das ist er. Der Kerl hat Billy umgelegt! Bitte! Hör auf! Was hat Billy angerichtet? Oh!
das Spaß? Halt! Schluss damit! Bitte, bitte, das bringt doch nichts! Was haben Sie getan? Mord im Hause Gottes! Das waren Kriminelle, Vater. Diebe. Vergewaltiger. Mörder. Gott hätte sie aufgenommen, hätten sie um Vergebung gebeten. Welcher dieser Männer hätte Erlösung durch Arbeit mit Bedürftigen gefunden? Welcher auch nur ein Leben gerettet? Keiner von uns, Vater. Du Bastard. Wenn du Beichte ablegen willst, mach das besser schnell. Bitte kein Blutvergießen mehr. Tut mir leid, Vater. Verstehen Sie es als göttliche Vergeltung. Sind wir jetzt quitt? Klar. Fürs Erste. Für Ihre Mühen, Vater. Ich will dein Blutgeld nicht. Ihres wollten Sie. Macht für mich keinen großen Unterschied. Das sollte reichen, um die Einschusslöcher zu stopfen und Sie ruhig zu stellen. Wenn die Cops kommen, sagen Sie denen, dass die Schützen einen Ostküstenakzent hatten. Nicht aus der Stadt. Ja? Ich werde nicht lügen. Ich werde gar nichts sagen. Gut. Wäre traurig, wenn wir zurückkommen müssten. Und wo zur Hölle warst du? Kaum war ich in der Kirche, haben sie mich erkannt. Sind mir gleich rausgefolgt. Wo sind sie jetzt? Gleicher Ort wie die ganzen Typen. Lass uns abhauen. Von allen Seiten! Lasst ihn nicht raus! In den Leichtwagen los! Ist das dein Ernst? Andrea! Überall! Verdächtiger flieht in einen Leichenwagen! Wiederhole! Leichenwagen! Okay, das lief heute nicht wie erwartet. Fahr einfach, oder wir fahren bald hinten mit. Was auch immer im Puff passiert ist, die Cops sind sauer. Ja, Riesensauerei. Aber alles ist erledigt. Alles? Ja, alles. Ich glaube nicht. Die müssen alle Cops der Stadt gerufen haben. Oh. Los, Tommy, schüttel sie ab. Ich versuch's. Verfolgung auf!
Der Verdächtige ist in der Innenstadt untergetaucht. Wir finden ihn. Wir haben ihn. Kollegen sind unterwegs. Wagen haben ihn in North Park gemeldet. Der Kerl hat uns irgendwo in North Park abgeschüttelt. Sucht weiter. Er taucht schon wieder auf. Okay, wir sind sie los. Gott sei Dank. Heute werde ich aus dem Gedächtnis streichen. Wem sagst du das? Danke nochmal, Sam, für deine Hilfe. Ich dachte, meine Zeit wäre abgelaufen. Du hättest genau dasselbe für mich gemacht. Ich weiß. Aber wenn man so nah dran ist, draufzugehen, das ist schon was anderes. Das brauchst du mir nicht erzählen. Denk einfach nicht drüber nach. Das ist mein bester Rat an dich. Denk am besten über gar nichts nach.